Ihr macht jetzt ja ein Projekt, das heißt Twinity. Ich habe es eingangs gesagt, das ist ein Projekt ähnlich wie Second Life. Ihr wollt verschiedene große Metropolen nachbauen, virtuell, und die dann mit Leben füllen. Berlin macht den Anfang. Welche Möglichkeiten hat man denn bei euch, sich jetzt mit User-Generated Content an dieser Welt zu beteiligen? Genau wie du schon sagst, wir haben eine Welt, die auf echten Städten aufbaut. Das heißt, wir sind quasi die erste virtuelle Welt, die komplett das echte Leben zur Basis und zum Thema gemacht hat. Und trotzdem erlauben wir nutzergenerierten Content. Das ist folgendermaßen, dass wir sagen, wir haben eine offene Schnittstelle für Leute, die tatsächlich modeln können schon. Das heißt, jemand, der mit 3ds Max oder mit Maya oder den klassischen professionellen Modeling-Tools umgehen kann, später aber auch semi-professionelle wie Blender, der kann über eine offene Schnittstelle, wenn er sich bei uns registriert, Content mit einbringen. Und das heißt bei uns, dass eben virtuelle Objekte komplett gemodelt werden können, dass Apartments komplett eingerichtet werden können, komplett individualisiert, selbst bei mir am Rechner designt und dann hochgeladen. Und später eben auch die Möglichkeit, Object Behaviors, also bestimmte Skripte auch ablaufen zu lassen, bis hin zur Programmierung vollständig eigener Games, die dann in die Welt mit eingebracht werden können. Das Ganze aber sozusagen im Rahmen von der echten Welt und echten Städten, sodass wir tatsächlich die Außenwelt kontrollieren, damit da sozusagen eine Orientierung für den Nutzer auch noch erhalten bleibt. Aber in den Innenräumen, in den Veranstaltungsräumen, dort ist eine sehr, sehr große Freiheit für die Nutzer gegeben. Wenn sie denn in der Lage sind, Content zu erstellen, dann können sie ihn auch hochladen und damit machen, in Anführungszeichen, was sie wollen. Entweder kommerziell oder für Spaßzwecke. Du sagst gerade semi-professionell, du hast auch einige Programme aufgeführt, die sicherlich der normale Nutzer gar nicht kennt. Was hat denn jetzt so ein normaler Mensch für Möglichkeiten, so einzugreifen, ohne jetzt über Kenntnisse zu verfügen, die ja da in die Tiefe gehen? Also bei Sport zum Beispiel, dieser Editor, der ist ja nur wirklich für jedermann geschaffen. Gibt es da vielleicht Bestrebungen, irgendwie in Zukunft auch mal Tools zu programmieren, die so mächtig sind, dass quasi dann auch jeder damit umgehen kann? Also es wird sicherlich Schritt für Schritt gehen. Wir haben festgestellt, oder das stellen die meisten eben auch fest, es gibt so ungefähr 1-10% der Nutzer, die sehr, sehr starken dran haben, sehr, sehr weitreichend die Welt mit zu beeinflussen. Und das sind aber auch für einen großen Prozentsatz tatsächlich auch Leute, die das semi-professionell machen und oftmals die echten Tools auch haben, die professionellen Tools, und die dann auch gerne anwenden müssen, wollen. Deswegen haben wir für die schon mal offene Schnittstellen geschaffen. Für den normalen Nutzer machen wir es einfach sehr, sehr einfach, Dinge zu verändern, zu individualisieren, zu customizen. Also als Beispiel, ich kann ein Foto hochladen, der generiert mir dann einen individuellen Avatar, der mir sehr, sehr ähnlich sieht, und mit dem kann ich dann rumspielen. Dann habe ich einen Floorplan-Editor, dass ich mir eben, der ist noch nicht da, der wird kommen, dann habe ich einen Floorplan-Editor, dass ich mir sehr, sehr individuell mein Apartment einrichten kann. Dann kann ich dort eben mit Möbelstücken umgehen. Das ist erstmal der erste Schritt für den in Anführungszeichen normalen Nutzer. Das zweite ist, dass wir den Profi-Nutzern die Profi-Tools an die Hand geben, und dann wird es sicherlich in absehbarer Zeit auch noch Tools geben, dass eben der normale Nutzer, der keine Profi-Tools zur Hand hat, langsam eben auch an den user-generierten Content nochmal rangeführt wird. Also durchweg das Ganze positiv, so wie man das Ganze betrachtet, wie es so rüberkommt, auch bei den Kollegen aus der Branche. Wo siehst du denn eigentlich die Gefahren oder die Hindernisse? Was kann denn diesen user-generated Content noch aufhalten? Also ich glaube, aufhalten wird ihn nichts. Das ist einfach nur die Frage, wie man damit umgeht, dass man es auf der einen Seite den Leuten natürlich einfach macht, user-generierten Content zu erstellen, dass man dann eben sozusagen die richtige Plattform schafft, dass sie dort mit user-generierten Content umgehen, und dass man natürlich auch das richtige Regelwerk dazu erlässt, um mit diesem user-generierten Content umzugehen. Ich mache mal ein Beispiel, Wikipedia, da ist mir ja schon drauf angewiesen, dass die Informationen, die dort stehen, korrekt sind. Und Wikipedia macht das eben über sozusagen ein hierarchisches System, wo ich eben immer jemanden habe, der oben drüber sitzt, der aufpasst, dass das in meiner Domäne des Wissens korrekt ist, was da geschrieben wird. In anderen Plattformen muss eben auch dann kontrolliert werden bei user-generierten Content, dass damit sozusagen kein Schindluder getrieben wird. Und da muss man sich einfach klare Regeln setzen. Das haben wir auch getan. Bei uns, der nutzergenerierten Content hochlädt, von dem wollen wir den echten Namen haben. Und dann schauen wir uns das sozusagen an. Und das sind eben sozusagen klare Regeln, die man braucht, einfache Tools, die richtige Plattform. Und die Provider von diesen Plattformen oder die Programmierer oder Publisher, die werden immer mehr gezwungen werden, diese Elemente mit einzubauen.
Noch eine letzte Frage so zu eurem Projekt. Ihr wollt jetzt ja als erstes Berlin nachbauen. Wie weit seid ihr damit? Wie viele Leute machen damit? Wie bevölkert seid ihr schon? Ja, wir haben jetzt gerade gestartet am 5. September und haben circa 12 Quadratmeter des virtuellen Berlins gelauncht. Das ist in etwa Berlin-Mitte, sodass man den Nutzer erstmal ein bisschen an die Hand nimmt und dass er sich dort schnell zurechtfindet oder im Roten Rathaus, am Hackschen Markt, am Brandenburger Tor, dort eben schon die ersten Sachen erleben kann. Mhm. Der nächste Schritt wird sein, dass wir sukzessive den gesamten S-Bahn-Ring, das sind 120 Quadratkilometer von Berlin, Schritt für Schritt launchen werden. Wir sind gestartet in der geschlossenen Beta-Phase mit circa 10.000 Nutzern, wo waren wir schon sehr, sehr mit zufrieden. Und dann haben wir in den letzten 3 Wochen schon mehr als verdoppelt. Das heißt, wir sind jetzt bei 22.000 Nutzern schon. Und im Moment bricht der Wachstumspfad Gott sei Dank nicht ab. Und wir wachsen mit mehr als 500 Nutzern locker am Tag. Und das heißt, jetzt geht es wirklich so langsam los. Wenn man jetzt in die Welt reinkommt, dann trifft man auch sehr, sehr schnell Leute. Und so langsam bevölkert sich das Ganze. Mhm. Na gut, dann wünsche ich euch viel Erfolg mit diesem Projekt, auf das Berlin in Kürze reichlich bevölkert ist. Ich danke dir ganz herzlich, Mirko, dass du Zeit für uns hattest. Ja klar, gerne. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, ganz interessant, ne? Was wir da so erfahren haben. Absolut. Finde ich wirklich interessant. Ja, User-Generated Content, werden wir sicherlich noch häufiger was von hören. Ja, es ist ja das, was wir vorhin schon angesprochen haben, nicht nur im Internet, hat ja eben der Kollege auch gesagt, mit Wikipedia und so weiter, sondern auch bei Spielen wollen die Spieler immer mehr Einfluss nehmen auf das, was da passiert. Und wenn es intelligente Formen gibt, das einzubinden, dann finde ich das richtig gut, so wie wir es auch über Little Big Planet erwarten können oder auch bei Spore. Ich meine, wie sehr freut man sich, wenn man dann irgendwie eine Kreatur von sich selber sieht oder von einem Kollegen oder einem Kumpel, die der gebastelt hat. Man sieht die bei sich auf dem Server, das heizt einfach nochmal den Spielspaß an. In diesem Sinne glaube ich, dass das durchaus ein sehr wichtiger Aspekt für zukünftige Spiele sein könnte. Nicht nur das, sondern natürlich auch, dass man neben der Freude für sich selbst dem Entwickler ja unglaublich viel Arbeit abnimmt. Denn wenn jetzt EA diese ganzen Spore-Kreaturen selber gebaut hätte, dann wären sie in 4 Jahren wahrscheinlich noch nicht fertig, ne? So wie unsere User-News. Ja, also morgen, heute, jetzt geht's weiter mit? Jetzt gibt's erstmal Pure mit Micha und nach Pure haben wir ein Atmotake und zwar mit Siren, Blood Curse und Colin. Das wird auf jeden Fall auch richtig gruselig. Wir sehen uns dann in 45 Minuten wieder, dann mit brandaktuellen News. Die solltet ihr in keinem Fall verpassen. Auf keinen Fall. Bis gleich. Wiedersehen. Funkel raus. Wir auch jetzt. Jo. Aber wir bleiben es nicht, ne?